Sie machen alle depressiv. Wir leben in den angeblich so ordentlichen deutschen Mietshäusern wie auf einem Friedhof. Die immer älter werdenden Mietshäuserwärterinnen, sie wollen eine strikte Einhaltung von ihren Regeln. Regeln, die nicht alle Bedürfnisse abdecken. Ich habe nichts gegen Regeln und eine Hausordnung, finde ich auch gut. Doch hier wird altes Deutschtum vermischt mit Herren- und Sklavenspiele. Und zum Vermieter. Der Vermieter arbeitet manchmal mit der Stadt und dem Sozialamt zusammen. Und du kannst leicht in Ungnade bei den Herrschaften fallen und deine Wohnung dann verlieren oder noch Schlimmeres. Dann stehst du auf der Straße und bist ohne Geld. Das gefällt einigen Hardlinern so. Herrschaft des Unrechts in den Mietshäusern. Sektengleich wollen sie das alle spuren und gehorchen. Denn sie sind die Herrschaften, so meinen sie. Der Vermieter, der sagt, gegen Lärmbelästigung, da machen wir etwas. Aber gegen gefährliche Geruchsstoffe, die die altdeutsche Mieterin einsetzen, um einen Mieter zu ärgern und ihn zu vergiften, da machen sie nichts. Sie werden auch nicht auf dein Flehen hin tätig gegen eben diese Lärmbelästigung von einer alten Mieterin, eigenartig und sehr tiefblickend. Wählen diese altdeutschen Mieterinnen alle schon die AfD, wie es sich vermuten lässt? Sie erziehen andere Personen sehr gerne, auch wenn diese keine Erziehung brauchen. Denn die Person hält sich an Regeln und Gesetze. Die altdeutschen Mieterinnen wollen aus den deutschen Bewohnern ordentliche Deutsche machen. Doch sie meinen ordentliche Deutsche im Sinne des Dritten Deutschen Reiches. Und eher ganz konservativ rechts. Ich will nicht von erzkonservativ altdeutschen Mieterinnen bestimmt werden. Und der Vermieter sollte die Sensibilität haben, nicht das altdeutsche Deutschtum anderen modernen Mietern antun zu wollen. Erzkonservative im Sinne von politisch und im Sinne religiöser Forderungen. Ich gehöre weder zu den politisch orientierten Personen, noch gehöre ich zu den konservativ-religiösen Mietern. Das sollte der Vermieter bitte berücksichtigen.